Skyblock! Skyblock? Skyforge, Phoenix Knight. Heute mit dem Bogenschützen. Der Bogenschütze, ich kann. Hat bei mir. Da ist Ausrüstung. Der hat jetzt durch meine Stats einen Grundschaden von 43 bis 68, einen Bonusschaden von 0 bis 39, Schussschaden 130 und einen Impulsschaden von 154. So. Das sind dann so Werte, die ich nicht verstehen will. Ja, ich werde euch jetzt einfach mal die Fähigkeiten zeigen. Einmal so einen normalen Schuss. Kann man auch aufladen. Macht ja auf jeden Fall mehr Damage. Soll aber auch stehen bleiben, glaube ich, oder? Ja. Beim Loslassen muss er stehen bleiben. Man kann ihn aufladen, dabei bewegen. Fabi? Ja? Ich habe von 63 auf einmal 73 Aufrufe. In was, Alter? Keine Ahnung. Hey, mein Handy. Ah, lol. Lol. Und der Bogenschütze hat die Fähigkeit, seine Pfeile mit Elementen zu versehen. Im Tutorial sieht man, glaube ich, nur zwei. Und er kann halt kiten, indem man halt einfach sich ein bisschen bewegt und dann halt für Nahkampfeinheiten schwerer zu treffen. Und er hat auch sehr viele Fähigkeiten, die mehrere Gegner treffen. Nein, warte. So, und dann aufladen. Dann kommt zum Beispiel so ein Art Sternenpfeilhagel. Zack. Und Boots. Jetzt beenden wir's. Zack. Zack. Der halt. Er kann halt mehrere Gegner mit seinem Pfeil, mit seinem aufgeladenen Pfeil treffen. Und das macht ihn halt zu einem sehr guten Damage-Shielder auf Distanz. Ich weiß ja nicht, Chromat. Kannst du mir mal schnell sagen, ist der auch so mit mehreren Flächenfähigkeiten? Er hat halt. Im Tutorial sieht man die Elemente Feuer und warum schieße ich keinen Fall? Okay, ich konnte gerade keinen Fall schießen, aber gut. YOLO. Da. Und man kann wie auch beim wie beim Blitzpfeil kann man seinen Feuerpfeil aufladen, macht er mehr Damage. Man kann glaube sogar noch länger aufladen im nächsten Abschnitt. Und der Bogenschütze hat halt allgemein wirklich den Vorteil, dass er halt, ich glaube, sehr viel Angst hat. Wenn er mal so weit zu. Ha? War das denn? Fast 35 Meter hat er circa. Die Distanz kann man eigentlich ganz gut treffen. Und sogar noch gut töten. Und wenn man überlegt, wenn man auf 35 Meter Distanz schießt, auf einen Gegner, der das nicht realisiert. Ach genau, das habe ich gemeint. Dann geht zum Beispiel zurück. Nur mal wirklich 30 Meter. Zack. Und jetzt lädt man auf. Und dann boom. Trifft mehrere Gegner. Und wenn man Glück hat, wird man vielleicht tötet man ja die direkt, ohne einen richtigen Kampf anzufangen. Eine hohe Range macht ihn halt wirklich extrem strong. Er hat aber auch nicht nur sowas, er kann auch sich selbst schützen. Durch sowas hier. Da kriegen die Gegner Damage, wenn sie dagegen laufen, können aber glaube auch durch. Nach einem bestimmten Abschnitt und Zeit. Oder bis bestimmten wer dann Damage, den sie bekommen können. Da steht jetzt haben wir halt den Vorteil, ich kann einfach weglaufen und sie dabei hitten. Ohne dass sie mich jetzt hitten könnten. Ja klar, es ist ein Tutorial, das heißt sie können mich eh nicht hitten, aber geht ja ums Prinzip erstmal in diesem Trainingseinheiten. Und ja, er hat zum Beispiel auch so Fähigkeiten, dass man zurückgeht, dann Z drückt, oder halt Space. Und geht halt nach dem Gegner hin, zurück und geht nicht immer hin. Und darf sich dann nicht bewegen, wenn man den Schuss ausüben will. Ist zum Beispiel sehr gut, okay, es kommt ein Gegner auf einen zu. Er will einen hitten, man geht zurück und dann springt man und schießt man noch. Muss man nicht. Ja, muss man nicht, aber es geht halt, damit kannst du halt dann noch Damage aushauen, wenn du zum Beispiel zurückgehst und dann noch wegspringst. Übst du mehr Distanz aus, kannst dann vielleicht noch dein Feld aktivieren. Oh, schon der erste richtige Kampf.
Dann nehme ich jetzt mal unsere Boots. So, die nerven mich gerade. Ja, ich nur den Dicken mal weg haben. Nämlich Minenleger. So, jetzt habt ihr es gesehen. Ich habe Distanz von 30 Metern zu dem Gegner aufgebaut und ihm noch Damage gedrückt. Was jetzt übelst nice ist als Fernkampfklasse. Dafür sind halt die Defensivstats von so einem Bogenschützen extrem miserabel. Na, zum Beispiel. Warnung, was ich mit Kite meinte, sind zwei Mechaniker. Man kann weglaufen und dabei immer noch schießen. Kann er auch noch ein bisschen auf. Okay, komplett nicht. Ein Teil schon. Weg. Wobei ja ich immer noch der Fan bin vom Wegspringen. Falls sie mir zu nahe kommen. Der Ketten, also ich nutze persönlich mehr die Feuerpfeile. Ich finde sie cooler einfach. Und ich finde, die drücken noch mehr Damage. Wobei ja der Kettenblitz kann ja glaub öfters treffen, oder? Das ist ja ein Debuff so gesehen. Und so, jetzt seht ihr, was ich meine. Kann nicht an mich ran, aber ich kann halt noch hitten. Wir sind jetzt bei 29 Meter. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Und jetzt beenden wir's. Da. Allgemein, so sollte die Klasse funktionieren. Ist ja kein Schaden zu finden. Das können wir, glaube ich, hin. Immer einfach. Das ist jetzt geil. Wir bewegen uns jetzt einfach, während er sein Laser schießt. So, der Laser kann uns erstens nicht hitten, weil wir aus der Range sind. Und zweitens, wenn er uns zu nahe kommt, gehen wir einfach weiter zurück und hinten immer noch. Ich will auch zwischendurch mal aufladen. Weil ich ja den Feuerfall mehr empfehle gegen Bosse. Denn dann kriegen die diesen Feuerblock von 10 Sekunden, was schon massiven Schaden verursachen kann. Das ist jetzt ja über 1000 Damage. Und das 1500 Damage, ey. Das ist ja, da kann mich einfach nicht hitten. Und er kann sich ja gerne auf mich zu bewegen. Mir macht es nichts im Nachhinein, weil. Okay, nicht. Das heißt, macht nichts. Ich kann entweder wegspringen. Oh, jetzt hat es kurz gehangen. Oder ich mach den hier. Also allgemein, ich finde den Bogenschützen sehr cool, deswegen gehe ich ja auch in meinem. Das ist Fortschritt auf den. Wobei ich ja den Berserker auch sehr mag. Das sind meine zwei Favoriten. Man kann halt mit den Klassen, also mit der Klasse kann man glaube wirklich Kämpfe sehr leicht gewinnen. Zum Beispiel, jetzt warten wir noch ein bisschen auf Energie. Jetzt finish. So. Also, zum Bogenschützen zu sagen ist, er ist sehr stark. Okay, mein Charakter wird nur, ist körperlos. Er ist sehr stark, hat sehr viel Range-Fähigkeiten, ist auf Distanz übelst mächtig, wobei er im Nahkampf halt viel zu viel Schaden kriegt. Er kriegt halt sehr viel hohen Schaden, aber es reicht sich halt wieder mit der Range auf. Also für Leute, die gerne auf Distanz gehen, ist sowas extrem cool. Dazu muss man aber sagen, für Leute, die den Paladin schon mögen, der Berserker noch viel lustiger, oder Leute, die viel Flächenschaden möchten, aber auch viel Schaden möchten, aber auch ein bisschen was aushalten, eigentlich der Berserker sehr gut. Also diese beiden Klassen kann ich eigentlich nur empfehlen. Der Bogenschütze ist halt gut in der Gruppe, wenn man einen Paladin hat. Der Paladin tankt, der Bogenschütze die Damage, dann hat man vielleicht noch einen Lichthüter. Und es geht allgemein zum Bogenschützen ist halt wirklich zu sagen, er ist gut. Er ist gut für das, was er hat. Er hat den Nachteil, er hat die Vorteile. Gute Range von 35 Metern, glaube ich. Er hat viele Flächenangriffe, hat Damage over Time. Und kann sogar im Notfall wegspringen. Er kann sich halt nur safen. Nachteile? Wenn er sich nicht safen kann, kriegt er Damage. Und wenn er Damage kriegt, ist es schlecht für ihn. Das ist kacke. Also. Und man sollte halt auch nicht so risikoreich mit ihm spielen. Man sollte eher 20, 25 Meter Distanz halten von Gegnern. Das ist nicht so einer
So Leroy Jenkins-Style, sondern eher so Bonkschatzer, Patz! Oh, das ist tot. Für alle Leute, die so ein Spiel sehen möchten, ist das ja gut. Ich würde ihn weiterempfehlen. Ihr werdet ihn noch in der Zukunft wahrscheinlich bei mir sehen. Und für alle, die interessiert, die Trainingseinheiten werden jetzt alle 2 Wochen freitags kommen. Wahrscheinlich. Kann auch sein, dass sie jede Woche freitags kommen. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall freitags. Wann und wo, weiß ich noch nicht. Muss ich überlegen. Tschüss.